Viehofer Platz, ne? 10. Nummer 10. Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Heute sind wir hier bei Barbershop America. Wie ihr sehen könnt, bist du hier. Da hinten wird auch Haare noch geschnitten. Bei ihr, wie heißt sie nochmal? Coco Hair. Die machen immer stramme die Cornrows drauf. Coco Hair müsst ihr auf jeden Fall vorbeikommen. In Essen City. Ist gute, Allah, diese gute Laden. Very gute Laden. Auf jeden Fall. Hier seht ihr mal die ganzen Haare und so Produkte. Und hier bin ich alle paar Wochen mal. Hier halte ich mich auch gerne des Öfteren auf, um einfach mich frisch zu halten. Ah, Sahbi, du weißt doch, wie läuft. Wie der Hase läuft. Hinten ist noch so extra Friseur-Cut. Da hinten die Friseure. Und hier hast du auch 6ix9ine, seine Auswahl. 6ix9ine, wenn du willst, schreib in die Kommentare, komm vorbei, Bruder. Das ist gut, ne? Ist die Farbe gut? Schreib es in die Kommentare. Such erstmal die Haarfarbe jetzt. Die war gut. Bei Coco Hair. Von Ivory Coast. Du auch? Ivory Coast? Kamerun. Kamerun, die auch gut. Ja, das ist Kamerun von Afrika Cup. Kennt ihr noch? Keine Probleme, diese. So, immer noch hier. Die Fato macht alles hier bereit. Der erste ist schon drauf. Auf jeden Fall immer fresh machen. Ja, immer noch hier bei Barbara Shop. Coco Hairstyling. Mit Fato am Start. Wie krass sie das machen kann, die Fato. Die macht die perfekte Cornrows. In Essen hier. Wie heißt die Straße nochmal? Viehofer Straße. Viehofer Straße bei Coco. Und Fato von Kamerun. Wir haben unser Genick gebrochen. Fato geht zur World Cup, ne? Nach Katar. Sag einmal. Gehst du? Mit meinem Mann. Sie geht mit ihrem Mann. Da Kamerun anfeuern. Kein Eto, kein Roger Miller. Ist ab jetzt Abu Bakr Time. Abu Bakr ist da. Ey, boah. Wir sind gefährlich, die Kamerunis. Ja, Mann. Die Geschichte, wir haben da gespielt, Algerien, Kamerun. Letzte Sekunde haben die unser Genick gebrochen. Klick. Tschüss. Belmadi immer noch schimpft, ne? Die Fato hat mir gerade erzählt, Belmadi schimpft immer noch darüber, traurig. Der soll nachher jetzt gehen, ein Couscous machen und alles ist gut. In Katar wird Fufu gegessen ab jetzt. Gibt's kein Couscous. Und die Augen frisch. Nur meine Seite muss ich noch machen. Fato, du hast das schon wieder richtig Hammer gemacht. Danke, ne? Ja. Die ist korrekt, ja. Ich kann das schon machen, wo die klein war, mit 8 Jahren. Genauso wollte ich das haben, Vater. Ja, gleich noch zur Seite gehen. Seiten auf Null bürsten und dann alles. Der Tag gehört uns. Selavi, ihre Tochter. Bitte schön. Wir sind hier im Endspurt. Seht ihr, jetzt macht die Vater das hinten zu. Wie ihr sehen könnt, irgendwie da. Und ja. Korrekt geworden auf jeden Fall. Ich muss Seiten gleich noch machen gehen. Und, oh, da packen wir doch. Dann ab nach Hause. Gute Iftar mit Baba. Der kommt heute auch noch rum. So lange bleiben die natürlich nicht. Werden noch geschnitten. Awesome. Ein richtiges Nest schon hier. So, die hat alles schick gemacht. Gefällt mir. Gefällt euch? Schreibt es in die Kommentare. Aiwa. Müssen wir noch bezahlen. Beim Mafiose von Ivory Coast. Von der Ivory Coast. So, bis gleich, Cousins. So, lass hier noch bezahlen. Ein gutes Stück hier. Sieht so jetzt frisch aus, wie Mos Def. Darf ich dir was geben, ne? Trinken, ja? Wir sind beide top. Fato, du bist meine Freundin. Aber immer noch ist mein Freund, obwohl Kamerun hat so. Und die anderen haben auch noch hier. Der andere ist auch mein Freund immer noch, die haben uns auch rausgrasiert. Bester Mann, ehrlich. Müsst ihr immer hier reinkommen bei Kokos. Hier ist auf jeden Fall top Leistung, wie ihr das sehen könnt. Junger Mann, frisch. Frisch. Könnt ihr schon mal die Produkte hier reinziehen? Was kostet Perücke, Chef? Hier die Perücken.
für die Damenwelt, alles da, Produkte, Haarstylings bei Coco Essen, Viehofer Straße, Viehofer Platz. Richtig? Ihr habt die Karte. Ihr habt die Karte nochmal dazu. Viehofer Platz. Guck ich nochmal dann unten einblenden. Okay, dann danke nochmal für eure Liebe und Güte. Danke, dass ihr uns auf den Afrika Cup geschmissen habt. Danke, dass ihr uns schon einfach rasiert habt, den Afrika Cup, Ivory Coast. So wild. Und hier auch noch Kamerun, keine WM, gar nichts. Aber weißt du, Kamerun hat uns. Ja, aber du weißt, da muss immer gewechselt. Algerien war immer der Beste. Aller selber macht dazu so, weißt du. Ja. Hast du recht. Jetzt sind die wieder dran. Ja. Keine Probleme. Liebe geht raus. Wir sind immer noch hier, Freunde. Tschüss. Ja, schöne Tag. Ne? Ja, tschüss. Tschüss zusammen. Ciao. Mach ich. Ciao. So, jetzt gehen wir weiter raus zum nächsten Friseur. Müssen hier raus sitzen. Wir essen das hier draußen. Viehofer Platz heißt das Ganze. Der eine kennst du, der andere nicht. Viele meinen, hier ist gefährlich, aber ist gar nicht. Ist alles korrekt, chillig. Da hinten ist Essenz, Diskotheka, Pipapo etc. pp. Und jetzt gehen wir hier bei dem Freund Hermann bei Anas Barbershops rein. Bei Mr. Mohammed, wenn der da ist. Ja. Assalamu alaikum. Alles klar. Mohammed da? Ja. Der Satz soll kommen, einmal schneiden bei Mr. Mohammed. Gehen wir jetzt rein. Einmal Seitenziffer. Geile Barbershop. Alles gibt's. Und der ist schon. Der ist voll. Der ist eine Meile. Erstmal da jump ich immer bei Kokos. Und dann Seiten auf Null. Hier bei Mr. Mohammed. Bester Mann hier in Essen. Gib ihm, gib ihm. Aywa. Das gleich. Das Essen hier auf jeden Fall. Viehofer Straße, Viehofer Platz. Am Ende der City, wenn du vom Hauptbahnhof immer geradeaus, dann trefft ihr hier auf diese Straße. Hier gibt es alles Essen, Pipapo, Valentino, Klamotten. Hier gibt es Kiosk, hier gibt es Essen. What's up? Hier gibt es alles und ich bin erstmal im Kiosk. Jetzt, wie gesagt, ab zum Barber erstmal rein, weil mit Seiten hier auf Ungeheuer geht gar nicht. Die Suppen-Transformation, Habibis. Wir transformieren uns hier heute in diesem Vlog. Nehmen wir die einfach mal, die Suppen-Transformation. Ne? Ihr könnt in die Kommentare lassen, was ihr besser findet. Käppi oder diese Haare. Da ist der schon Mohammed. Der beste Mann, wenn es um die Seiten geht. Da ist der beste Mann, wenn es um die Seiten geht. Auf jeden Fall Mohammed aktivieren. Aktiviert die Glocke. Auch nicht vergessen. Ne? Und immer schön hier am Kanal bleiben. Ne? Ich kann gut sitzen erstmal. Das Essen auf jeden Fall. So, hier ist nichts, Alter. Wie die im Fernsehen jeden Tag euch erzählen. Hier ist nichts. Alles entspannt. Seht ihr. Alles. Familien aller Kulturen miteinander, übereinander, nebeneinander. Whatever. Hier ist gar nichts. Die Medien alles erzählen da immer pipapo, hier kann man nicht laufen. Ist nicht der Fall. Nee. So, Freunde, ich bin jetzt erstmal hier, warte auf den Friseur bis gleich. Beste Friseur, ja, Hamad, es geht ab, Cousin. Auf jeden Fall hier vorbeikommen, hier scheppert immer Viehofer Platz, ne? 10. Nummer 10. Ja, dann macht erstmal die Seiten frisch. Bis gleich. Tschüss. Könnt ihr den Laden noch sehen? Wow. Auf jeden Fall, da ist der ganze Laden von Theke exklusiv hier. Seiten auf Ziffer. So, Mohammed muss man nicht sagen, der weiß schon Bescheid, der Cousin. Arbeit ist normal, der Junge. Fach, fach. Seht ihr das? Auf Millimeter. Fach. Letzter Feinschliff hier auf jeden Fall. Die Hand ist nur am Arbeiten bei Hammer. Kommt hier auf jeden Fall vorbei, hier auf Platz 10. Ihr werdet nicht enttäuscht werden, was Seiten betrifft. Meister der Seiten. Cristiano Ronaldo kannst auch hier gerne kommen. Machen wir auch eine gute für dich. Einfach auf Seite zu fahren. Sieh. Hammer, Alter. Schaut euch das nochmal an, Alter. Der weiß schon, was der tut, der Junge, auf jeden Fall.
Allein fertig. Das könnt ihr euch schon mal anschauen. Also, Hammer trifft immer genau meinen Geschmack. Eine 1 Hammer. Oder sagen wir auf Deutsch eine 10 von 10, aber da ist schon eine 12 von 10. Hast du auch gut. Voll übertrieben mager. Hat er gut gemacht? Chef hat alles gut. Das ist stark, ne? Wir sind fertig jetzt hier. Einmal zahlen. Auf jeden Fall. Top-Adresse. Anas Barbershop. Ja. Viehhofer Platz, die Ecke. Und so läuft es ab, wenn eine Sosa-Transformation ansteht. Und hier nochmal auf jeden Fall Coco abchecken mit dem Bre. Ciao. So, wir gehen jetzt Richtung Bahnhof oder U-Bahn. Ich schau mal, was praktischer kommt. Dann halt erstmal nach Hause fahren. Mal den ganzen Tag arbeiten. Wenn er arbeits aufgeht, in Essen, direkt am Hauptbahnhof die Ecke. Und ja, da bin ich tätig. Bis 16.30 Uhr hält ich. Und dann habe ich mir gedacht, heute einfach mal die Seiten wieder frisch machen. Alles drum und dran. Wir sind jetzt hier in Essen in der Innenstadt. Das ist ein Teil von der Innenstadt, könnt ihr auch sehen da. Hier geht es einmal hoch. Wer Essen nicht kennt, so in der Art sieht das hier aus, auf jeden Fall. Leute unterwegs in den Straßen. Macht sich bemerkbar, ne, direkt, wenn die Sonne rauskommt. Strömen auch die Menschen wie die Pilze aus dem Boden. Das ist auch eine Ecke. Ja. Hier gibt es die schönsten Rosen vom Essen, meistens hier. Wir gehen jetzt Richtung Hauptbahnhof. Ja, ich nehme euch mal mit Richtung Hauptbahnhof. Von da nehme ich dann die U-Bahn, die berühmte U11. Bis gleich. Und weiter geht die Show, meine Damen und Herren. Immer noch in Essen hier. Foodlook hat zugebaut. So gut wie. Gleich kommen wir am Kino vorbei, an der Schauburg. Sehr berühmtes Kino, auch bei Premieren von jeglichen Filmpremieren hier. Lichtburg, Entschuldigung. Die Lichtburg in Essen. Ja, da ist das Kino hier bei uns in Essen. Auch etliche Berühmtheiten hier schon gewesen, auf dem roten Teppich. Links, rechts. Und wir sind immer noch auf dem Weg Richtung Hauptbahnhof. Wie es glaubt oder nicht. Tatsächlich. Wir sind hier in Deutschlands Bagdad. Bester Laden hier auf jeden Fall. Claudio Lopez, sehr freundliche Mitarbeiter. Aywa Habibi. Hier bei Claudio Lopez auf jeden Fall die Parfüme abchecken. Bei Volkan. Der wollte mich gerade erwischen. Hat er mich auch erwischt. Auf jeden Fall hier kommt vorbei Claudio Lopez. Beste Parfüme, ich zeige euch das noch einmal. Jeglicher Art. Parfüme. Parfüme jeglicher Art. Claudio Lopez. Top-Angebot heute und auch morgen. Auf jeden Fall hier sind richtig geile Düfte dabei. Kommt vorbei, checkt das ab. Hier ist geil auf jeden Fall. Dort vorne kommt ungefähr der Hauptbahnhof. So. Hauptbahnhof ist ungefähr die Richtung da hinten. Das ist hier so die ganze Einkaufsstraße von Essen so gesehen. Da hinten gibt es noch eine Mall unten. Limbecker Platz, dazu kann ich auch nächstes Mal einen Vlog machen, wenn ihr Bock habt. Ist auch so ein Einkaufsmall. Kino da unten. Also wir sind hier gut ausgestattet in Essen. Ne? Wie gesagt, immer schön hier am Kanal bleiben, dann verpasst ihr auch nichts. Ah, Sahbi. Irgendwie fühle ich mich gerade viel schneller mit dem Haarschnitt. Dynamischer einfach. Einfach olympisch. Freunde, so. Hier am Hauptbahnhof jetzt angelangt in Essen. Das ist der Hauptbahnhof. Essen Hauptbahnhof Asahbi. Essen, wie es lebt und lebt. Deutschlands Bagdad, wie gesagt. Essen City. Da haben wir geile Hotel da hinten. Waren wir letztens noch, ne? Haben wir ein Video da gedreht. Mit dem Skinny. Skinny Xander. Check den auch auf jeden Fall ab. Skinny Xander. Schreib mal unten rein. YouTube. Geile Musik. Latino. So, hier im Hauptbahnhof jetzt. Das ist der Hauptbahnhof von Essen. Da oben geht es zu den Gleisen. Und hier muss ich einmal durch bis zu den U-Bahnen. Ja, ja. Bitte sehr. Genau. So,
bisschen armen Menschen helfen, schadet nichts. Das schadet doch nicht. Der Asia Hunt, nicht der Rede wert. Jetzt sind wir schon wieder draußen, aus dem Hauptbahnhof. Jetzt geht es hier lang Richtung. Wir müssen die ganz genau. 6 Minuten. Tora Straße. 3 Minuten haben wir noch hier. Doch, doch. Jetzt auf jeden Fall steil runter. Ab zu den U-Bahnen. U11, Bora Straße. Doch. So, das war ein kleiner Einblick von meinem Tag. Ein bisschen. Ja, die Sosa-Transformation. Bleibt auf dem Kanal dran, die Zombies. Heute war ich mal allein unterwegs. Passiert schon mal. Nichtsdestotrotz weiter einschalten, abonnieren, die Glocke einschalten, Like da lassen. Cousins und Cousinen achten bis zum 100. Grad ist. Route UL. Yes. Hier in Gelsenkirchen, was sind wir jetzt? Wie gesagt, danke fürs Einschalten immer wieder mal. Ja, lasst Kommentare da, support mal ein bisschen, gib Gas, gib Kette und lass uns weiter gemeinsam Spaß haben. Die Zauis, haut rein. So, heute Iftar mit Baba. Auf jeden Fall. Mein Schatz hat sehr, sehr schön gekocht. Ja. Was gibt's denn heute? Heute gibt's Couscous. Aiba. Dürfen wir den schon? Ja. Wir haben 5:09 Uhr. Wird Zeit, ne? Ja, wird Zeit. Danke, mein Schatz. Ja. Du bist die Beste. Du auch. Ja. Heute Baba hier beim Iftar. Wir gucken mal einmal in die Küche rein, was gibt's. Die Teller sind angerichtet. Wow, 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 wow. Oh. Das ist schöner Couscous. Doch, doch. Rein. Die Dattel darf man nicht vernachlässigen. Und ja, bis gleich. Baba, Hilda, können essen, ne? Oder? 51, 54, 1 Minute. Zu Gast heute zum Iftar, Habibi Baba. Willkommen bei die Zauis. Baba hat wieder krass durchgehalten. Ist egal wo. Nehmen Sie Platz. Und du, Tabalogo. Weg. So, dann Bismillah und rein damit, ne? Sache. Hier am Essen und dann sagen wir mal Ciao euch.